Vorher war es nicht da, Sie haben es sich vorgestellt, jetzt existiert es. Sie haben ihm eine Form gegeben. Aber jetzt kommt der entscheidende Schritt, es in Besitz zu nehmen, das heißt, in die Erfüllung hineinzugehen. Ich erlebe mich in der Erfüllung. Ich habe es bekommen. Es ist geschehen. Ich bin am Ziel. Und das so lange, bis ein starkes Gefühl von Freude und Dankbarkeit mich erfüllt. Denn das ist die Auftragsbestätigung des Lebens, dass mein Auftrag angenommen, bereits in Arbeit ist und in Kürze geliefert wird. Wenn ich vorher aufhöre, wenn ich es mir also vorstelle, erlebe mich in der Erfüllung, ohne zu warten, dass dieses Gefühl der Freude und Dankbarkeit mich erfüllt, dann ist es so, als ob die 10 Meter vor dem Ziel aufhören zu laufen. Dann haben Sie nicht ein bisschen gewonnen, sondern überhaupt nicht. Dann geschieht einfach gar nichts. Sie haben es nicht angenommen. Machen Sie sich bewusst, bevor Sie in dieses Leben eingetreten sind, haben Sie dafür gesorgt, dass Sie alles vom Leben bekommen können und in der Illusion der Realität manifestieren können, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten. Die meisten Menschen richten ihre Aufmerksamkeit fast ständig auf Probleme und Schwierigkeiten und erschaffen sich dadurch ständig neue Probleme und Schwierigkeiten, sprechen über ihre Krankheiten, schaffen sich dadurch immer neue Krankheiten. Und der Verstand gibt uns auch eine logische Erklärung. Er sagt, ich muss mich ja um diese Dinge kümmern, die nicht in Ordnung sind. Da ist vieles in Ordnung in meinem Leben, aber ich muss mich ja um das kümmern, was nicht in Ordnung ist. Und damit lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf das, was nicht in Ordnung ist und vervielfacht das, was nicht in Ordnung ist. Das heißt also, Sie könnten jetzt gleich einen entscheidenden Schritt tun. Sie gestatten Ihre Aufmerksamkeit nie mehr, nie mehr heißt nie mehr, bei etwas zu bleiben, was nicht sein soll. Alles ist am Anfang schwer, bevor es leicht wird. Das heißt also, wenn ich es kann, ist es ganz selbstverständlich. Das ist wie Klavierspielen. Klavierspielen ist das Einfachste von der Welt. Sie brauchen nur im richtigen Augenblick auf die richtige Taste drücken, dann können Sie Klavier spielen. Aber bis Sie das können, ist das furchtbar schwierig bis unmöglich. Und genauso ist es auch hier. Sie können alles haben. Es ist ganz einfach. Indem Sie die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit ändern, ändert sich Ihr ganzes Leben.